Früher habe ich schon viel gebetet, aber jetzt gibt es mir nichts mehr. Kann man auch beten, wenn man schon schwer gesündigt hat? Diese und weitere Fragen heute in KathoCast. Was glauben Katholiken? Hallo und grüezi miteinander. Zu KathoCast, dem Podcast, der fragt, was Katholiken eigentlich wirklich glauben. Wir, die diese Fragen für euch formulieren, sind Gerulf und ich, Stefan. Gerulf, wir wissen alle, dass das Gebet wichtig ist und wir wissen, dass das Gebet gut für uns ist. Wir wissen, dass das Gebet ein Geschenk Gottes ist und man kann so sagen, so sagt es zumindest die katholische Theologie, es ist eine Antwort unsererseits an Gott. Ganz genau. Aber wir wissen auch, dass es sehr leicht ist, sich im Gebet ablenken zu lassen. Passiert dir das manchmal? Gelegentlich ja, hin und wieder. Sehr gut. Also in dieser Katechese möchte ich mit euch drei Sachen anschauen. Wie gehen wir mit Ablenkung um? Und wieso ist das nicht nur immer etwas Schlechtes, sondern kann uns sogar helfen zum Gebet? Der zweite Punkt ist, was ist, wenn meine Seele in einem schlechten Zustand ist, also in einer lästlichen Sünde oder vielleicht sogar in einer schweren Sünde, in einer Todsünde? Was können wir da machen? Dürfen wir dann noch beten? Und der dritte Punkt ist, wie können wir tote Zeit in Gebet verwandeln? Also wir fangen an mit den Ablenkungen, denn das ist wahrscheinlich das typischste Problem beim Gebet. Wie wir gesagt haben, wissen wir, dass man sich sehr einfach ablenken lässt beim Gebet. Und das passiert, zumindest nach meiner Erfahrung, in solchem Ausmaß, dass wir uns einfach an die Realität gewöhnen müssen, dass es passiert. Aber, und das sind zwei wichtige Sachen, es bedeutet nicht, dass du im Gebet versagst. Es ist ein Hindernis, aber es bedeutet nicht, dass du falsch gebetet hast, wenn man das so sagen will. Und das Zweite ist, wir können eben diese Ablenkungen auch nutzen. Sie können dir beim Gebet sogar helfen. Stefan, Ablenkungen sollen mir helfen? Also das musst du jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Noch nicht direkt helfen, aber bereits einen Umgang damit finden, ist der erste Tipp. Und das bedeutet, es ist ziemlich natürlich, dass wir abgelenkt werden. Das hat, denke ich, einfach mit der Funktion unseres Gehirns zu tun, ohne dass ich Gehirnwissenschaftler bin. Aber es ist so, dass unser Gehirn einfach ständig aktiv ist. Sonst ist es dann tot. Aber solange wir leben, ist es aktiv. Und so kann es zum Beispiel sein, wir sitzen gerade in einer Kirche, das Evangelium wird verkündet und es geht natürlich wieder einmal um die Gleichnisse der Talente. Die erste Person erhält 10 Talente, die zweite 5 Talente und die letzte dann noch 1 Talent. Und du denkst dir, okay, Talente. Das erinnert mich doch gleich an die letzte Zeit meines Gebets. Da habe ich genau über das nachgedacht, wie Gott eben uns diese Talente schenkt und wie ich die besser einsetzen kann. Und ich bin sogar ziemlich stolz, denn ich habe, statt ein Video zu schauen auf YouTube, eben gebetet. Aber da ist schon YouTube in deinem Kopf und du denkst dir, ja, Talente, da gibt es auch noch mehr Talente. Es gibt auch America's Got Talent und dann gibt es noch Britain's Got Talent. Und schon merkt man, oh, oh, meine Gedanken sind zur Tür raus, den Flur runter, raus, über die Straße, die ganze Straße runter, in ein neues Quartier und plötzlich bist du auf einem total anderen Planeten. Ja, kommt irgendwie bekannt vor. So sind unsere Ablenkungen und die Sachen, die manchmal in unserem Kopf passieren. So, was mache ich jetzt? Hier hat die kleine Therese, die Therese von Lisieux, einen super Tipp. Und die ist schließlich eine Kirchenlehrerin. Also können wir ihren Rat, es ist zumindest ein Pro-Tipp. Ein Pro-Tipp. Denn sie ist eine Kirchenlehrerin. Also sie sagt, wenn ich mich 1000 Mal in einer Gebetszeit, in einer heiligen Stunde, wie sie das nennen im Karmel, ablenken lasse, dann werde ich das einfach und ruhig feststellen, erkennen, dass ich abgelenkt bin und bringe dann sanft mein Herz und meinen Verstand, meine Aufmerksamkeit zurück zum Herrn. Und sie sagt, und das ist wirklich gut, wenn ich das 1000 Mal tun muss in meiner heiligen Stunde, dann werde ich es 1000 Mal tun. Das ist also die erste Ebene, die Gedanken, das Herz sanft zurückzuführen, sobald wir entdeckt haben, dass wir wieder mal auf einem anderen Planet gelandet sind. Also keine Panik, weder am Mars noch auf der Venus noch auf der Erde. Aber was hilft uns das? Diese Antwort bin ich dir ja noch schuldig. Also, eine Ablenkung offenbart uns auch, woran wir gerade hängen. Und das ist der Punkt, der uns eben auf die nächste Ebene führt. Auf der ersten gibt es eben diese einfache Regel, lass dich nicht verwirren, von der Ablenkung kehre ruhig und sanft zum Herrn zurück. Die nächste Stufe ist, warte eine Sekunde. Denn deine Ablenkung kann dir offenbaren, woran eben dein Herz hängt. Es könnte sein, dass es gut ist, dass ich im Gebet die Ablenkung ansehe und die Frage stelle, warum ist das hier? Oder ich kann die Frage stellen, was sagt mir das über mein Herz? Denn wenn mein Herz an jener Sache hängt, neigt natürlich mein Verstand dazu, darüber nachzudenken. Das ist nicht gezwungenermaßen so, aber typischerweise so. Denkt nur einmal an eine Prüfungszeit, an den Stress vor der Prüfung und wie oft ihr in eurem Gebet bei dieser Prüfung gelandet seid. Ich untersuche es gleichsam einfach einmal und sage, okay,
Ich denke weiter darüber nach, was auch immer die Sache ist, um es dem Herrn zu bringen und nicht, um mich auf diese Sache zu konzentrieren. Also gerade eben nicht, oh, schau dir diese Ablenkung an, der jage ich jetzt nach. Genau, sondern, okay Gott, ich habe mich dabei ertappt, dass ich mich mit der Arbeit, mit einer Beziehung oder eben diesem Streit oder was auch immer, den ich hatte oder mit etwas ganz anderem beschäftigt habe. Und ich bringe es jetzt einfach vor dich, denn es ist das, was am tiefsten in meinem Herzen ist und worüber vielleicht ich am besten mit dir sprechen sollte. Also Stefan, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt diese zwei Ebenen für Anfänger und Fortgeschrittene, aber wir können immer beide auch betrachten. Und zwar zuerst sanft die Gedanken zurückführen, wenn ich merke, okay, ich schweife ab. Und das zweite ist, oder die zweite Ebene, ich schaue hin, was sagt mir mein Herz? Und bringe das dann im Endeffekt, baue es mit ein ins Gebet, bringe das dann zu Gott. Genau, weil dann werden diese leistigen Ablenkungen plötzlich ein Mittel, etwas tiefer zu Gott hinzuwachsen. Okay, aber was mache ich denn, diese Frage kommt sicher dem einen oder anderen auf, was mache ich konkret, wenn ich nicht im Stand der Heiligmachenden Gnade bin, also eine Todsünde begangen habe, kann ich dann trotzdem beten? Ich finde das eine fantastische Frage und die Kurzantwort ist ja. Wenn das alles ist, was du willst, dann können wir jetzt hier aufhören. Ja, Stefan, wir haben aber unsere 20 Minuten noch nicht voll. Also vielleicht wäre es noch gut, wenn du ein bisschen mehr dazu sagen würdest. Dann hole ich gleich mal richtig aus. Wir schauen kurz auf die Sünde. Denn, Gerolf, du hast ja schon zwei ganze Folgen darüber gemacht. Aber so kurz gesagt, denken wir oft bei Sünde an eine Regel, die wir gebrochen haben. Und das ist gut, wenn wir in dieser Art und Weise über die Sünde denken. Aber ich denke, das Herzstück jeder Sünde, das ist schlussendlich, dass wir eben Gott ansehen und sagen, Gott, ich weiß, was du willst, aber ich will, was ich will. Und ich werde das tun, was ich will. Und jetzt kommt's auf deine Frage bezüglich der Sünde und dem Gebet. Nichts, was wir tun können, kann die Beziehung zu Gott völlig zerbrechen. Ist es nicht ein Widerspruch zur Todsünde? Nun, solange wir in diesem Leben sind, bleibt die Beziehung von der Seite Gottes zu uns natürlich immer intakt. Das muss ich ein bisschen ausführen, ich verstehe es, weil deine Augenbrauen sind immer noch ziemlich gerollt und gekraust. Was auch immer, ja. Also, die Taufe bewirkt schlussendlich, dass wir in die richtige Beziehung zu Gott kommen. Darüber haben wir auch schon öfters geredet. Wenn ich nun sündige, vielleicht sogar schwer, also tödlich, also wirklich in einer wichtigen Sache, dann breche ich diese richtige Beziehung zu Gott. Aber aufgepasst, hier ist auch immer noch Gott. Und Gott ist ständig in Beziehung mit mir, mit uns allen. Was ich damit meine ist, dass er uns immer wieder die Gnade schenkt und anbietet. Er bietet uns immer Gnade an. Sogar bevor du getauft wurdest, bot er dir die Gnade an. Und auch nachdem du getauft bist, bietet er natürlich dir die Gnade an. Und auch wenn du die Beziehung zu Gott abgebrochen hast, bietet er dir die Gnade immer noch an. Und hier schauen wir wieder mal auf die katholische Theologie, die wirklich ein reicher Fundus ist, darum möchten wir auch daraus schöpfen. Und die sagt, niemand von uns ist der Initiator des Gebetes zu Gott. Es ist immer Gott, der uns eigentlich zum Gebet einlädt. Also immer seine Gnade geht voraus. Und je öfter wir beten, desto öfter entsprechen wir dieser Gnade. Genau, genau so ist es. Und wenn wir beten, dann ist es eben diese Antwort auf Gott. Und das bedeutet zwei Dinge. Erstens, du musst nie darum kämpfen, dass Gott dir seine Aufmerksamkeit schenkt. Denn er lädt ja dich ein. Seine Aufmerksamkeit hat er dir schon geschenkt. Das Gebet ist einfach, dass ich mich auch ihm zuwende. Und das Zweite, und das ist ganz wichtig und betrifft jetzt im Speziellen eben die Frage nach Sünde und Beichte. Wenn wir zur Beichte gehen, dann haben wir ja oft das Gefühl, dieses Bild vor uns, jetzt gehen wir zu Gott und sagen, Gott, es tut mir echt, echt leid, bitte gib mir noch eine Chance. Ich verspreche, ich mache es beim nächsten Mal auch viel besser. Und ich glaube, wir können es uns hier leisten, gerade wenn wir eben schauen, dass Gott diese Beziehung nie abbricht, es von einer anderen Seite anzuschauen. Wenn du zur Beichte gehst, ist es, so können wir sagen, Gott, der zu dir sagt, bitte, bitte gib mir noch eine Chance, dich mehr zu lieben, dir noch mehr mein Erbarmen zu zeigen, dich noch tiefer in diese richtige Beziehung zu mir zu bringen. Wir haben ja in einer der vorigen Katechesen, wie wir über die Sünde gesprochen haben, gesehen, dass die lästliche Sünde die Beziehung zu Gott irgendwie anknackst, also verletzt, aber die Todsünde die Beziehung zu Gott von unserer Seite her zerstört. Ja? Was ist also jetzt, Stefan, ganz konkret, wenn ich feststelle, dass ich diese Beziehung zu Gott verletzt habe? Wie kann ich dann noch mit ihm reden? Das ist wie wenn jetzt zwischen uns beiden eine Mauer wäre. Da nimmst du dich leider ein bisschen zu wichtig. Aber dieser Gedanke kommt uns natürlich immer. Nein, Gebet ist immer Antwort, das haben wir schon gesagt. Wenn du beten willst, nachdem du die Beziehung zu Gott verletzt oder vielleicht sogar abgebrochen hast, dann liegt es daran,
dass Gott dich dazu einlädt, jetzt. Aber ich bin ja dann im Stand der Todsünde, also kann ich das eigentlich nicht tun. Du musst es sogar tun. Warum? Weil es Gottes Gnade ist, die dich überhaupt erst zum Gebet einlädt, die dich überhaupt befähigt, dich im Gebet an ihn zu wenden. Er lädt dich ein, das zu tun. Also wenn dieser Gedanke in dein Herz kommt, dann weil Gott es überhaupt möchte. Und wenn du zur Beichte gehen willst, erkennst du, dass es Gottes Gnade ist, die in dir wirkt, damit du wieder zur Beichte gehst. Was soll ich jetzt also ganz konkret tun? Das erste, bekenne deine Sünden. Er ist treu und gerecht und wird uns von jedem unserem Fehlverhalten, von unseren Sünden reinigen. Okay, und zweites? Das zweite ist, wenn du katholisch bist, wenn du es noch nicht bist, empfehle ich es dir zu werden, aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Und wenn du katholisch bist, dann am besten gleich notieren, wann du wo diese Sünde beichten kannst. Natürlich verstehe ich, dass es nicht immer gleich möglich ist. Also nicht jeder hat das Privileg, mit 10 Priestern zusammen in einem Haus zu wohnen. Aber schreibe sie sofort auf und bleibe die Zeit, die noch bleibt bis zur Beichte, im Gebet nahe dem Herrn. Und dann denke daran, Jesus hat uns dieses Sakrament der Versöhnung geschenkt. Er will es, dass wir es nutzen. Also setze es so schnell wie möglich um. Okay, jetzt haben wir aber eigentlich über ein Detailproblem gesprochen. Was ist, wenn ich keine Zeit habe, keine Zeit finde, keine Zeit finden will? Vielleicht muss ich sogar sagen, fürs Gebet. Ja, das ist eins unserer Hauptprobleme, so scheint es mir. Und das ist ein bisschen spannend, denn selbst Christus hatte, als er auf Erden war, maximal 24 Stunden an einem Tag. Und das hast du, Gerolf, ja auch. Es kann also nicht so sehr an der Zeit liegen, sondern vielmehr, wie wir sie nutzen. Hierzu eine kurze Geschichte, weil ich ja schon sehr alt bin und darum erzähle ich gerne Geschichten. Also, als ich noch gearbeitet habe als Architekt, musste ich oft lange Wege zur Baustelle zurücklegen. Das tagtäglich, das waren schnell mal 2 Stunden hin, dann was arbeiten da, lange arbeiten und dann wieder 2 Stunden zurück. Natürlich war ich in der kürzesten Zeit ziemlich müde und ich hatte auch gar keine Lust darauf. Es war einfach zu anstrengend und ich habe so viel Zeit verblödet, habe ich mir gedacht. Und so habe ich in dieser Zeit, das war ein Tipp von einem Priester, eine Methode entwickelt, die vielleicht auch für euch ganz hilfreich sein kann. Die funktioniert so, sind ganz einfache 4 Punkte. Erstens, such dir ein gutes Material, einen Podcast, einen Vortrag oder wer auch immer. Du wirst feststellen, dass viele Gedanken enthalten sind in so einem Vortrag, in einem Podcast, die sozusagen dich anspringen, die sagen, oh, das ist spannend, das möchte ich mal ein bisschen vertiefen. Also, das ist das Erste, was du machst. Du suchst dir einfach einen guten Podcast, einen Vortrag oder wer auch immer, am besten Audio, denn du fährst ja Auto. Zeitverbrechen ist ein guter Podcast. Zeitverbrechen ist ein guter Podcast, sagen einige, aber es ist sicher nicht der angemessene. Es sollte einer sein, der sich schon mit den Geheimnissen unseres Glaubens beschäftigt, also uns eigentlich etwas mehr von Gott erzählt. Okay, also Punkt 1, gutes Material suchen. Punkt 2? Punkt 2 ist, ich fahre los, Augen auf die Straße und ich drücke Play. Vielleicht drücke ich zuerst Play und fahre dann los. Je nachdem, wie ihr das gerne habt. Also, und dann hört man einfach einmal zu. Bis ich denke, oh, das ist ein guter Punkt, das ist es. Und dann drücke ich kurz auf Pause und wir beschäftigen uns einen Moment damit. Denn, was glauben wir, dass dahinter steht? Wir haben schon darüber geredet, Gott schenkt uns stets seine Gnade. Und alles, was uns an Gott, eigentlich hin zu Gott hinzieht, ist eine Anleitung von ihm. Also wenn uns so ein Punkt anspringt und wir denken, jetzt habe ich etwas besser verstanden von Gott, dann können wir sagen, ist es wohl eine Einladung von Gott, dass wir uns damit ein bisschen beschäftigen. Also wenn dieser 20-minütige Podcast mal 2 Stunden dauert, auch kein Problem. Dann. Gut, Stefan, also Punkt 1, ich suche mir gutes Material. Punkt 2, ich fahre los und halte an, wenn ich was Gutes höre. Punkt 3. Punkt 3 ist, ich rede mit Gott darüber. Das heißt, ich werde mich damit auseinandersetzen. Nicht nur im Kopf, sondern das ist wichtig, es ist ein bisschen wie, wenn man ein Buch hätte, unterstreichen. Weil ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem in der heutigen Zeit, vielleicht auch, weil so viele Podcasts und so viele Angebote schon da draußen sind. Es ist ein bisschen spirituelles Binging. Weißt du, was ich da meine? Ja, habe im Englischunterricht mal behandelt, aber das ist schon eine Weile her, ja. Gut, also ich helfe dir auf die Sprünge. Das heißt auf gut Deutsch, ich esse, ohne dass ich es genieße, ohne dass ich wirklich hungrig bin. Ich stopp's einfach in mich rein. Heißhunger? Heißhunger, aber da hat man schon wenigstens Hunger. Binging ist einfach nur reinstopfen. Um das Reinstopfens willen, okay, gut. Genau, um die Zeit zu überbrücken. Esse ich Chips, passiert mir öfters. Also, und das kann aber auch mit geistlichen Sachen passieren, selbst mit den schönsten Ideen unseres Glaubens. Wir finden etwas cool, wir genießen es aber einfach nicht. Wir lassen es einfach auf gut Deutsch vom einen Ohr zum anderen wandern. Okay, also Zeit lassen. Und dann kommen wir zum 4. Punkt. Das ist der schönste, das Genießen. Gerolf, was ist etwas, was du genießt?
Also ich würde sagen, genießen tue ich alles, das, was ich, wo ich den Eindruck habe, es tut mir gut oder es ist etwas wirklich Schönes, ganz objektiv Schönes, sei es wirklich schöne Musik. Ich höre sehr gerne Orgelmusik oder wenn ich auch selber ein bisschen Orgel spielen kann oder wenn ich ein wirklich gut zubereitetes Essen habe oder auch, das darf man nicht unterschätzen, die Gesellschaft von angenehmen Leuten, von guten Freunden. Das kann man alles genießen. Du siehst, das ist eine ziemlich breite Bandbreite an Sachen, die man genießen kann. Aber all diesen Sachen ist wohl eigen, dass es uns ganz erfasst. Also wir machen das nicht einfach so nebenbei. Wenn du Musik genießt, dann ist es wahrscheinlich hinderlich, wenn ich daneben Rollladen hoch, runter mache, ein paar Stühle rumschiebe. Nein, das Genießen fordert von uns, dass wir uns ganz auf das einlassen. Wir nutzen alles, was wir als Menschen haben, unsere Sinne, unsere geistlichen Sinne und so weiter, um uns ganz auf diesen Gegenstand auszurichten. Und wenn ich sage, diese tolle Idee nicht nur eben durch den Kopf gehen lassen, sondern zu genießen, dann bedeutet es, wir nehmen es richtig in uns auf. Es ist also das Gegenteil vom spirituellen Binging. Das kann bedeuten, dass ihr vielleicht nur 5 bis 10 Minuten in einen Podcast kommt auf einer 3-stündigen Fahrt. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ihr möglichst weit wegziehen müsst von eurer Arbeit oder einen Beruf wechseln und Fernfahrer werden müsst. Dieses Prinzip, diese Methode, die kann man überall anwenden, denn wir haben oft irgendwie tote Zeit. Denn das ist es, wonach wir wirklich suchen. Wir wollen Gott sehen. Es geht uns darum, Gott nahe zu sein, ihn immer besser zu verstehen, ihn immer genauer sehen zu können. Nur um das geht es. Wenn ihr also im Auto oder wo auch immer ihr gerade seid, ihr müsst warten bei einem Arzttermin und so weiter, einfach kurz innehalten, euch an eine von diesen Sachen erinnern, vielleicht ihr das hören, sonst einfach daran erinnern, wenn ihr was gehört habt, genießen und immer mehr lernen, Gott zu lieben und in dieser Liebe zu Gott zu wachsen. Und die Liebe, die wird nicht wachsen, indem wir einfach da sitzen und sagen, oh, das ist eine nette Idee, lass uns weitermachen. Nein, wir müssen uns eben engagieren, genießen. Wir müssen diesen Muskel der Liebe nutzen, denn die Liebe ist schlussendlich wie ein Muskel, genauso wie der Wille, ein Muskel der Seele. Und wir müssen sie benutzen, damit sie wachsen. Und wenn wir sie benutzen, dann wachsen sie. Und wenn sie wachsen, dann können wir sie einfacher benutzen. Das ist also ein Weg, denke ich, der vielleicht auch für euch hilfreich sein kann. Ich habe ihn zumindest als sehr spannend erlebt, als sehr gut empfunden, denn wenn ich nach diesen 2-stündigen Fahrten zusammen mit dem Herrn irgendwo auf einer Baustelle angekommen bin, meistens war etwas zu spät, etwas runtergefallen oder etwas viel teurer, dann bin ich so richtig erfrischt ausgestiegen, denn ich habe die Zeit mit Gott verbracht und bin ihm damit näher gekommen. Also man kann sagen, es wurde fast eine Lieblingsbeschäftigung für mich, diese langen Reisen, und das ein oder andere Mal im Seminar fehlen sie mir auch. Ja, also Stefan, wir haben jetzt wie viele Folgen des Podcasts hinter uns gebracht? 13 Doppelfolgen. 13 Doppelfolgen plus eine Bonusfolge Heiliger Geist, nicht vergessen. Wir sind jetzt mit dieser Folge am Ende angelangt. Wir sind nicht selber am Ende, aber der Podcast ist zu Ende, zumindest die erste Staffel. Und wir gehen mit der nächsten Woche gleich weiter mit der 2. Staffel vom Quadracast. Das war ja unser allererster Podcast, den wir letztes Jahr in der Fastenzeit begonnen haben. Den könnt ihr überall dort finden, wo ihr auch diesen Podcast findet, auf Telegram, auf Amazon Music, auf Spotify, auf Apple Podcast. Google Podcast gibt's leider nicht mehr seit diesem Jahr. Aber ihr findet uns trotzdem auf YouTube sowieso. Also, es hat uns sehr gefreut, dass wir euch begleiten haben dürfen, dass wir eure Fragen haben beantworten dürfen, dass ihr uns eure Gebetsanliegen geschickt habt. Ihr könnt uns natürlich jederzeit noch erreichen über podcast@petrusbruderschaft.org, über unseren Telegram-Kanal. Oder wenn die Frage vielleicht etwas allgemeiner ist und vielleicht auch andere interessiert, könnt ihr ja auch einen Kommentar unter dem YouTube-Video lassen. Wir versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Manchmal gelingt es nicht ganz so schnell, denn wir befinden uns jetzt, wenn ihr diesen Podcast anhört, gerade in unserer Prüfungszeit im Seminar. Und dennoch, es macht Freude, das zu arbeiten. Stefan, danke für diese Staffel. Danke dir, Gerolf. Diese ganze lange Reise und all die Schätze, die wir da auf dieser Reise gefunden haben, die dienen schlussendlich einfach dazu, heiliger zu werden, Gott besser zu kennen und ihm, zum Beispiel gerade durchs Gebet, immer näher zu kommen, so dass wir eben das Ziel dieser Reise, unserer persönlichen Reise, erreichen, den Himmel. Denn dazu sind wir berufen und dazu hat uns Gott fähig gemacht. Wir versprechen euch unser Gebet, immer speziell am Donnerstag um 3 und bitten natürlich auch weiterhin um euer Gebet für uns und dieses Podcast-Projekt. Danke.